Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir starten in die Woche. Es ist Montag, wir haben hier immer noch Berliner Ferien. Und ich habe mir einen Teil der Mädels geschnappt. Ich bin übrigens Beifahrerin. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier vlogge, während ich fahre. Guck mal, ich kann jetzt hier frei vloggen, weil Miriam die Autofahrerin ist. So, auf jeden Fall sind wir jetzt los, weil die Mädels brauchen mal wieder ein paar Klamotten. Vor allem, wir haben in nicht mal 3 Wochen haben wir Hochzeit, die Cousine heiratet. Und da brauchen wir einmal für die Kindergadgets, also für die Henna-Nacht einmal Kleider und für die Hochzeit. Ja, deswegen, wir haben schon ein Teil online bestellt und jetzt fahren wir zu einem Laden. Ich weiß aber nicht, meinst du, da gibt es auch Kleider? Ich habe euch ja schon mal mitgenommen, weil die Mädels, ihr wisst ja, die tragen sehr gerne so Abayas, ne, so lange Kleider und so weiter. Und dann gibt es ja auf der Karl-Marx-Straße einmal dieses Italy-Depot, habe ich euch mal mitgenommen, gezeigt. Da sind die Sachen nämlich super günstig und das sind meistens die gleichen Sachen, die oft online verkauft werden oder auch in diesen Insta-Shops. Und ja, und jetzt meint sie, da ist jetzt ein neuer Laden, Cottbusser Damm. Und da schauen wir jetzt vorbei, nehme ich euch mit. Mal gucken, ob die Mädels da was Schönes finden. In 400 Meters, take a slight left turn onto Cottbusser Damm. Ja, also, der eine Laden heißt Lucky und der daneben ist Mucki. Wir gehen einmal zu Lucky und Mucki, oder? Komm, Lucky und Mucki. Guck mal, Miriam, das ist auch nicht schlecht, ne? Oh mein Gott, ich will das hier. Oh, hier, aber, guck mal. Aber da wolltest du so ein? Das ist auch hübsch. Oh mein Gott, hier gibt es diese Kimonos. Ah, das ist richtig schön. Ist es mit Rock? Ja, zwei. Ah, siehst du, du wolltest es nur zum Mucki, aber Lucky ist auch gut. Lass zu beide. Aber. Achso, das ist ja dein Mini. Oh mein Gott, das ist echt schön. Das sind alle Farben. Wow. Ja, warte mal, die sind zu. Wie? Ja, das ja. Aber es gibt zwei Modelle. Ja, das ist offen, Miriam. So. Das ist ja auch ein anderer Stoff. Aber der Stoff ist schön, der ist so locker. Den finde ich schöner. Also, ausgegeben wie viel? 160 in beiden Läden? Ja. Macht 320 Euro. Wir machen dann zu Hause einen kleinen Haul. Ich weiß nicht, ob für mich was dabei ist. Das Ding ist, mittlerweile, es ist wirklich super. Die Mädels sind ja auch groß geworden. Das heißt, wir 5 können uns schon die Sachen teilen. Jetzt, wo Mutti auch 3 Kleidergrößen kleiner ist. Aber das Ding ist, ich bin die einzige lange hier. Alle anderen sind, Esma ist von allen noch die längste. Die war, wir haben gestern gemessen, ne? 1,64 ist Esma. Ja, also Esma ist die längste mit 1,64. Ich bin halt 1,70. Und so ist es halt immer mit der Länge und bei den Kleidern und Abayas und so war das jetzt auch so, dass manche halt, da ist halt alles Einheitsgröße und dann ist halt so, dass man manche Sachen sind halt kürzer und eher selten länger. Also für mich ist es da schwerer, was zu finden, was mir passt von der Länge her. Deswegen, dann ist wiederum schwer mit dem Teilen, weil wie gesagt, wenn Miriam zum Beispiel sich was kauft, was ihr jetzt richtig gefällt und zu lang ist, dann lässt sie das sich halt kürzen und dann passt es mir wieder nicht. Deswegen, aber ich glaube, da sind 1, 2 Sachen für mich sollten mit dabei sein. Der Rest ist für die Mädels. Aber habt ihr richtig viel geholt, ne? Also wie viele Teile ungefähr? Ich meine, Teile waren ja so alles zwischen 20 und 25 Euro, ne? Ja. Ja. Aber schöne 2 Teile, Abayas. Kleider waren jetzt nicht wirklich dabei, ne? Naja, wir gucken zu Hause. Auf jeden Fall, jetzt geht es hier um die Ecke nochmal weiter. Was ist das? Wie heißt das? Mac and Schnitzel. Mac and Schnitzel! Oh, da wollten wir schon länger hin, aber ich mag es ja hier nicht, diese Cottbusser Damm und so. Hier ist es echt ein bisschen schwierig mit Parkplatz und so weiter. Aber hier gibt es dieses Halal Mac and Chicken. Das sollten wir unbedingt probieren. Also ich bin gespannt. Soll ich hier reinfahren? Ja. Zu parken? Ja. Weißt du, was wir nehmen? Ja, einmal diese Mac and Schnitzel einfach. Wir machen jetzt den Taste Test. Also wir haben hier unten ist jetzt Macaroni, ne? Also Mac and Cheese, Käsenudeln. Mhm. Na? Ich esse die alleine. Ist es lecker? Oh. Nein. Das ist jetzt der Cookie. Mhm. Er sieht schon lecker aus. Ja.
Das ist da jetzt Lotus und das ist jetzt klassisch. Ich konnte mir jetzt nur noch 2 Cookies leisten. Die hatten da keine Kartenzahlung. Und ich hatte nur noch ein paar Groschen übrig. Also es hat nur für 2 Cookies gereicht. Aber wir sind jetzt hier auch nochmal Lokma. Das sind solche frittierten Teigbällchen mit so Soße und Toppings und so weiter. Hier konnte man mit Kartenzahlung. Das haben wir noch dazu bestellt, damit wir auch genug Nachtisch haben. So, welchen probiere ich zuerst? Kennt ihr diese Video? Es gibt so eine, die ist dann immer so diese Cookie. Ah, das Glas Milch dazu fehlt, ne? Mit Eiswürfeln. Und dann beißt sie immer so rein. Warte, ich mach das jetzt nach. Lecker? Fettig, klebrig, zuckrig. Da reicht ein Biss. Ich bin ja sehr entwöhnt, extrem süße Sachen zu essen. Deswegen kommt mir alles immer so sehr, sehr süß vor. Nur mal hier. So mächtig. Ach so, da ist hier drin auch noch Lotus. Sehr dings, dieses klebrig. So, dieses so roher Keksteig. Der ist auch so roh. So weich. Ja, die sollen ja so sein, ne? Also, ehrlich gesagt, diese Cookies vom Thermomix finde ich besser. Die du immer machst vom Thermomix-Rezept-Cookie. Ja, der ist lecker, aber geht besser. Und da ist Lotus-Creme drin. Ja. Oh, jetzt dieses fette Ding hier. Das ist auch lecker. Das finde ich irgendwie besser, ne? Nochmal. Welchen fandst du jetzt besser? Ich fand jetzt den besser, ja. Der schmeckt aber voll nach Weihnachten. Nee, der schmeckt einfach nach Lotus. Nee, das hat was von diesen Keksen. Ja. Ist noch ein bisschen Lor gemacht. Also übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Wir sind nur zu viert, weil wir passen ja nicht zu fünft ins Auto. That's the problem. Wir haben ja 2 normale Standardautos. Wer es nicht weiß, es gibt ja keine 10-Sitzer. Sowas gibt es ja nicht. Das heißt, wir fahren immer meistens, wenn wir zusammen sind, dann mit 2 Autos. Und somit haben wir gesagt, wir haben ja Ferien. Heute 2 von den 6 Lingen. Und einen anderen Tag nehmen wir die anderen 2. Da machen wir auch so einen Ausflug. Ist aber auch mal angenehmer, wenn man nicht so viele unterwegs ist. Ist so ein bisschen chilliger. Zurück mit 4 vollen Tüten. Oh, ist schwer. Die Mädels sind da. Ich zeige euch die Sachen, was die ausgesucht haben. Ich weiß nicht mal, was hier alles dabei ist. Und einen Teil probiere ich mal an für euch. Dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Ah genau, das sieht richtig hübsch aus. Wie teuer war das? Ja, hier stehen nicht überall Preise drauf, aber das war alles immer das so zwischen 20. Zwischen 20, 25. So, das ziehe ich mal rüber. Also es hat halt hier so Schnürdetails. Und so diese gerafften Ärmel. Okay, müssen auch noch Schleifchen ran. Aber das ist süß, weil das ist vor allem sehr, sehr leicht und luftig. Darf ich grün haben? Ja, ich glaube, ich habe grün sogar aus Versehen 2-mal genommen. Ja, na, dann ist ja gut. Siehst du? Wir gucken mal weiter. Dann, was haben wir hier? Was Weißes? Das ist dieses Zweiteiler. Aber da ist nichts. Die Hose ist in der Tüte. Ach, ist mit Hose? Ja. Das ist süß, weil das ist so ein ganzes Kleid. Aber hier mit diesen gewickelten. Sieht halt aus, als hätte man 2 Teile an, so Rock und ein Kimono, aber ist ein Kleid. Cute. Dann noch was, sowas haben wir auch, das haben wir auch online bestellt, ne? Wir haben viel teurer das bezahlt das online, grau, ne? Und beige haben ja, das. In grau und beige haben wir das, das ist so ein geriffeltes, also ist jetzt ein bisschen eher für Herbst, würde ich sagen, ist ein bisschen dicker, aber es hat auch so ein schönes Basic Langarmkleid. Dann den Zweiteiler, da bin ich mal gespannt, ob der mir passt. Den fand ich nämlich richtig schön. Das ist auch so ähnlich wie dieses eine Kimono. Davon haben wir doch 2 genommen. Nein. Oh, das ist süß. Das ist süß. Das ist richtig, richtig süß. Und das ist so richtig locker. Anne, hör auf damit. That's my favorite. Was haben wir hier noch? Und dann war einer. Was ist das? Ein Zweiteiler mit Rock? Was habt ihr hier mitgenommen? Oh, süß. Mit Rock, ne? Ja. Auch so ein Wickeloberteil. Hätte schon eine andere Farbe genommen statt schwarz. Schwarz und grün. Wickel und dazu ein Rock. Also ich sehe schon für mich
Für mich ist das ein bisschen zu kurz wahrscheinlich. Und nochmal auch in grün. Ja, süß. Das ist auch süß. Rock und hier sieht man besser in der Farbe. Und dazu so ein Kimono-Oberteil. Ah, siehst du hast die zweimal mitgenommen. Ach, Gott sei Dank hat sie das zweimal mitgenommen. Ist das genau dieselbe Farbe? Ja, doch, ist eine minimal andere Farbe. Ja, das gehört mir. Ist okay. Sag mal, ist das eure Lieblingsfarbe? Ja. Das ist das, was du anhast. Na siehst du! Nee, warum streitest du dich mit mir, wenn du das zweimal geholt hast? Das wusste nicht. Guck mal, die weiß nicht mal mehr, was sie gekauft hat, ne? So, das ist auch so ein bisschen so eine Leinenoptik. Aber grün ist eure Favorite-Farbe, ne? Ja, zu unseren Augen. Die haben wir auch. Die hat Miriam auch. Guck mal, wie viel hast du online für diese Mondarbeiter bezahlt? 40, 50 Euro. Ja. Und da hat es wie viel gekostet? 30. Mit Unterkleid, ne? Ja. Ja. Mit Unterkleid! Ja, auch sehr schön. Aber man sieht, deren Lieblingsfarbe ist Green. Mit diesem Binden langes in Schwarz. Nochmal. Ah, das ist schwarz oder blau? Dunkelblau. Dunkelblau. Auch süß. Das, was ich gerade anhabe, nochmal in dunkelblau. Und nochmal dieser Kimono-Style. Ach, das ist aber auch schön, die Farbe, ne? Kannst du ja von mir anziehen dann. Ja, darf ich anziehen? Danke. So, soll ich das jetzt noch anprobieren? Also so eine Hose, breite Hose, passend dazu so ein Oberteil, was halt hier so ausgeschnitten ist. Zwei Teile, ja, wenn man das so erkennt, also mit einer breiten Hose und dazu halt dieses Oberteil, was halt hier so ausgeschnitten ist. Sieht man das überhaupt? Ich habe jetzt nicht so gutes Licht, ne? Ja, ist ganz süß. Und hier so. Sieht schon interesting aus. Kann man machen. Das war's, ne? Also Mutti hat zwei Teile und der Rest ist für die Mädels. Waren ja jetzt mehrere Abayas dabei und diese mehrere Zweiteile. Lana hat jetzt gerade das mit dem Rock und diesem Kimono angezogen. Das sieht sehr hübsch aus. Ja. Es lohnt sich, bei Lucky und Mucki vorbeizuschauen, wenn ihr in Berlin seid oder aus Berlin seid und solche Sachen sucht. Ich habe wieder ein Fotobuch von Joni Print erstellt. Ich habe das ja schon mal vor ein paar Monaten gemacht, für uns ein Fotobuch. Das ist super schön geworden und diesmal habe ich eins erstellt für meine Mama. Das ist hier jetzt noch in der Geschenkverpackung. Ich zeige es euch mal, wie das aussieht. So schön, also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschenkidee. Vielleicht wart ihr auch gerade im Urlaub und wollt euch so ein schönes Urlaubsfotobuch erstellen. Auch super praktisch, weil ihr dort nämlich eure Standorte auch schön mit einintegrieren könnt. Also mit so einer Landkarte, wo ihr dann wirklich auch nochmal seht, wo das genau war, wo ihr da wart. Und ja, ich finde das immer so, so schön. Es ist so kinderleicht mit der App. Es wird schon automatisch sehr, sehr schön erstellt. Aber ihr könnt da auch richtig kreativ sein und euch mit den Farben austoben, wie ihr den Hintergrund haben wollt. Texte hinzufügen. Ansonsten, was mega ist, dass halt immer schon überall das Datum schon mit eingegeben ist und so weiter. Also sehr, sehr easy und die App erstellt euch auch direkt schon das Fotobuch sehr, sehr schön. Ihr könnt aber alles nochmal ändern und umwandeln, so wie ihr das möchtet. Und wirklich in einer sehr, sehr schönen Qualität das Ganze. Also ein sehr, sehr schönes Andenken, ein sehr, sehr schönes Buch, was ihr dann habt. Ihr könnt euch kostenlos die Journey-App runterladen und euch das Ganze mal anschauen. Falls ihr euch ein Fotobuch erstellen wollt, habe ich einen 20% Rabattcode für euch. Der steht hier und zwar mit Berliner bekommt ihr 20% Rabatt. Alle weiteren Infos, Rabattcode, Link und alle weiteren Infos findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei.
heutige Ausbeute aus dem Garten. Wie immer Gurken, sowieso ohne Ende. Die ganze Zeit gibt es Gurken. Dann haben wir hier Rhabarber. Ich frage mich, ob der nicht eigentlich ein bisschen rot sein müsste. Müsst ihr mal den probieren. Habe ich eigentlich Rhabarber, ich weiß nicht, warum er den eingepflanzt hat. Ich habe noch nie irgendwas mit Rhabarber gemacht. Ich glaube, daraus macht man Kuchen. Das ist ja so ein bisschen säuerlich, ne? Oder eine Marmelade. Ja, normalerweise eine Erdbeer-Rhabarber-Marmelade. Dann Aubergine, sehr schön. Tomaten. Paprika, so diese Spitzpaprika. Wieder eine kleine Zucchini diesmal. Tomaten, dann hier, das habe ich euch letztens schon gezeigt, das ist nämlich von der roten Beete. Da hat er hier zwei rote Beete geerntet, die kann ruhig noch wachsen, die sind noch nicht ganz so ready. Aber das sind die Blätter von der roten Beete und die verwende ich wie Spinat. Die schmecken so, so lecker. Das ist halt wirklich, ne, wie bei Spinat, wenn man das bratet, danach bleibt nur noch wenig übrig. Aber das mit Zwiebeln, Knoblauch einfach anbraten und dann entweder so Ei da reinhauen oder einfach mit Joghurt. Nochmal so Joghurt oben drauf. Oh, sehr, sehr lecker. Habe ich jetzt schon öfters gemacht. Also machen wir heute Aubergine, also diese gefüllte Aubergine auf türkische Art mit Hackfleisch. Und dafür brauchen wir auch Peperoni, wir brauchen auch dafür eben Tomaten, Zwiebeln. Und ja, das sind ja so, das ist auch diese türkische Art, diese länglichen Auberginen. Deswegen mache ich die nicht als gefüllte, weil die sind halt nicht so dick, sondern ich mache das eher so wie so ein bisschen so als wie Scheiben. Und dann natürlich Gurkensalat mit Joghurt, weil das passt sowieso Joghurt zu dem Gericht. Und Reis machen wir dazu. Die Auberginen kommen jetzt bei mir einmal aufs Backblech. Die lasse ich erstmal schon mal im Ofen ein bisschen garen, damit die weich werden. Ich mache die jetzt einfach so, weil die so dünn sind, einfach nur halbieren. Und dann bepinsel ich die Aubergine so ein bisschen mit Olivenöl. Und dann kommt es in den Ofen, bis die weich ist. Und in der Zwischenzeit machen wir die Füllung. Die Kids haben auch schon fleißig mir alles vorgeschnippelt. Jetzt in den Ofen. Und was bringt der Hikmet in der Zwischenzeit? Eine fette Ladung Stangenbohnen. Das ist viel. Das mache ich mich morgen dann da dran. Können die Kinder wieder schnippeln? Die können das alles schnippeln und dann werde ich das blanchieren und einfrieren. Und kann auch morgen auch gleich wieder einen Topf davon essen machen. Jetzt brate ich alles an für die Füllung. Ich habe jetzt hier meinen letzten Butterschmalz. Ich muss neues Butterschmalz oder Ghee oder wie man das nennt machen. Und deswegen auch noch ein bisschen Olivenöl. Jetzt würze ich das Ganze mit Pfeffer, Kreuzkümmel und was ich noch gerne benutze, ist diese Gewürzmischung Ras El Hanout. Davon mache ich immer gerne viel rein. Salz. Und dann können auch schon die Tomaten dazu. Ich nehme jetzt relativ viele. Ihr könnt auch Tomaten aus der Dose gestückelte nehmen. Jetzt lasse ich das ein bisschen schmoren, damit die Tomaten weich werden.
Das könnte man jetzt theoretisch so auf dem Blech lassen, aber ich mache das jetzt hier in meine tiefere Form einmal rüber. Und ein bisschen platt mache ich die. Manchmal mache ich das Ganze noch mal ein bisschen größer. Oder wenn ich nicht so viel Aubergine habe, was ich letzte Mal gemacht habe, war, da hatte ich dicke Auberginen und habe ich die in Scheiben geschnitten und dann hatte ich das in Scheiben gemacht und dann nochmal mit Zucchini dazu. Und dann war es so fast wie so eine Lasagne. Hier kommt jetzt zum Schluss nochmal ganz viel Petersilie. Das ist so, das muss in das Gericht. Das schmeckt sehr lecker. Umrühren, nochmal abschmecken und das war's auch schon. Und jetzt kommt das alles einfach hier oben drauf und zurück in den Backofen. Was ich noch machen werde, ist am Ende nochmal Käse oben drauf machen. Das lieben die Kinder, alles klar, ne? Mit Käse schmeckt alles nochmal besser, könnt ihr aber auch weglassen. Also klassisch gehört da kein Käse oben drauf. Dazu machen wir jetzt noch Reis und den Joghurt-Gurkensalat. Es braucht auch hier nicht mehr lange. Für den türkischen Reis, da nehme ich jetzt auch schon die Pfanne, die wir benutzt haben, sparen wir uns den Abwasch und nehmen wir ein bisschen Butter bzw. ein bisschen mehr oder Butterschmalz. Das Ganze braten wir mit diesen Reisnudeln an. Die findet ihr so im türkischen Supermarkt, aber auch mittlerweile auch in vielen anderen. Den Herd runterschalten, dass nicht verbrennt. Und die braten wir so ein bisschen an, damit die so etwas Farbe bekommen. Das ist so eine optische Sache, aber das schmeckt auch im Reis nochmal. Es gibt, macht schon einen Unterschied. Jetzt braten wir den gewaschenen Reis auch noch mit an. So 2-3 Minütchen mit anbraten. Also ich benutze für den Reis immer gern so eine, eher so eine Pfannenform. Jetzt kommt nämlich das vorgekochte Wasser drüber und bei mir ist es so, wie gesagt, alles schon so Augenmaß, dass ich den Reis so, ich sag so Fingerbreite bedeckt ist, würde ich sagen. Und dann nur noch salzen. Deckel drauf und dann schalte ich das Ganze runter. Bei mir ist es immer Stufe 2 von 9. Und so einfach jetzt in Ruhe lassen. Den Gurkensalat habt ihr schon oft bei mir gesehen, aber ich zeige den nochmal schnell, wie ich den mache. Ich habe jetzt hier Joghurt. Wenn ich den da habe, mache ich gerne Schmand noch mit rein, aber habe ich jetzt keinen. Deswegen, ich mache es auch oft einfach nur mit Joghurt. Dann Dill. Am liebsten frischen oder gefrorenen. Habe ich aber nicht mehr da, deswegen kommt nur getrockneter dazu. Salz. Frischer Knoblauch, nicht zu wenig. Und das war's auch schon. Wer mag, kann eben das Ganze jetzt nochmal mit Käse überbacken.
Yummy, das lassen wir uns jetzt schmecken. Mmh.